So einer geht noch. Ich weiß nicht, ob ich kürzlich, als ich mal so einige Bücher durchging, das hier nochmal ausdrücklich empfohlen habe. Das werde ich auch behalten. Obwohl es da noch elegantere, lesbare Übersetzungen von anderen geben soll. Stopping and Seeing. Das ist ein Grundlagentext zur Meditation von GE. Und auf den kommen wir hier gleich auch noch zu sprechen im heutigen Buch. Und das geht wie ein ganzer Stapel nach Japan, erstmal zu Moho, weil sich Antaichi nicht gemeldet hat. Aber Moho meinte, die Bücher kann er ja erstmal auch selbst lesen, er hat Zeit. Und damit bin ich jetzt auch durch mit dem ersten Schwung. Es kommt noch ein bisschen was von meinem Bruder, hoffentlich bald. Wenn nicht wegen der Restriktion das Paket wieder zurückgegangen ist, das hatten wir letztes Jahr mal, da ging nicht mal die Paketpost durch, aber ich glaube, das hat sich verbessert. Aber wahrscheinlich wird sich's verzögern. Da sind meine Migränemittel drin. Und die verschicken wir immer mit ein paar Büchern und da sind auch noch ein paar buddhistische Titel, die ich dann ansprechen werde. Also, was ist jetzt hier mit diesem Mann, Alan Cole? Ich würde ja eigentlich gerne sagen, der ist marxistisch-linguistisch geprägt. Also er kommt von der Linguistik und vom Marxismus, hat einen sehr kritischen historischen Ansatz, aber eigentlich ist er dafür zu gut lesbar, ja. Also das ist eine ganz ausdrückliche Empfehlung zum Schluss, die eigentlich Pflichtlektüre sein sollte für alle, die sich dem Zen zuwenden, damit sie erstmal den Kopf gewaschen bekommen. Denn das macht er hier von vorn bis hinten und er spart auch nicht mit Bemerkungen, die so klingen, als hätte er wirklich die Schnauze voll von dem Unsinn, der da verzapft worden ist in der Zen-Tradition. Und er lässt keinen aus. John McRae, auch Yanagida Seisan und andere Leute, die man so als Koryphäen im Zen in der Akademie kennt. Und zwar, weil sie immer noch Anzeichen dafür zeigen, sage ich mal, die Texte, selbst wenn sie sie kritisch betrachten, noch immer ein wenig als Zen-Adepten zu lesen, also noch irgendetwas als gegeben hinzunehmen, was er auch noch hinterfragt. Das macht er wirklich sehr konsequent. Und ihr seht die vielen Zettel. Wir gehen es mal durch. Wenn ich viel Geld hätte und mein Verlag als, sage ich mal, kostspieliges Hobby betreiben würde, dann würde ich einige dieser Bücher, die ich hier vorgestellt habe, auch übersetzen lassen. Aber das ist bei akademischen Werken ein sehr umfangreiches Unterfangen, bei dem man drauf zahlt, ne? Also, ich stimme mit einigen nicht überein, aber es ist trotzdem eine sehr fruchtbare Lektüre. Der blaue Zettel zeigt hier auf eine Stelle, die ich noch für den Blog übersetzen würde. Text von Chenwei, allerdings weiß ich nicht genau, ob ich es schon mal gemacht habe. Okay. Also hier, wie spricht man den eigentlich, den Bernard? Der ist ja ein Franzose. Forêt, oder ist da nicht ein Akzent über dem E? Bei den Amerikanern fehlen ja immer diese diakritischen Zeichen oder meistens. Also den nimmt er sich auch zur Brust. Schriften seien seiner Meinung nach immer noch eingefärbt von der nostalgischen Hoffnung, ein Chan auszugraben, nach Material, das philosophisch relevant für die Gegenwart sei. Und für ihn stellt sich hier die Frage, was ist da eigentlich überhaupt in der Zen-Tradition so relevant? Und wurden eigentlich viele
originelle Einsichten überhaupt verbreitet oder ging es, und das ist ja sein Tenor, im Wesentlichen darum, durch eigentlich Geschichtsfälschung und den Entwurf einer neuen literarischen Gattung eben die Linie und Meister zu etablieren und die Lehre, die man auch notgedrungen nur vom Meister authentisch übermittelt bekommen könne. Da spielt Politik eine Rolle, Geografie, wie er sagt, hier hinten auf dem Klappentext ist es zu sehen. Er sieht also, dass ja, die Klüngelei mit dem Hof, mit den Regierungen und sehr wenig wirklich Glaubhaftes, Glaubwürdiges. Zu McRae sagt er, in Seeing Through Sen ist ja auch so ein Klassiker zum frühen Chan, würde er vermuten, ohne klar zu sagen, zu erläutern, warum das eine angebrachte Vermutung sei, dass die Meister die Tradition gemacht hätten und nicht ihre klugen Geschichtsschreiber, also Geschichtsfälscher. Ja, Fourier hat mal einen klassischen Text über Bodhidharma und dessen Legende geschrieben. Ja, im Folgenden geht es auch darum, im Grunde, sagt er, sollten chinesische Buddhas geschaffen werden mit diesen Meistern. Hier auch eine schöne Formulierung. Das Lotus-Sutra und das Diamant-Sutra waren eigentlich dazu gedacht, die Tradition aus den Klöstern herauszubringen, aber die Chan-Rhetorik brachte sie wieder in die Klöster hinein. Das sieht man ja auch heute oft noch, wenn man mit Leuten diskutiert, die in diesem Konstrukt Karriere machen wollen. Ja, also ich rede jetzt hier von Leuten in Deutschland, ne, die meinen, ohne diese Klostertradition, da wäre ja mit Zen nicht viel zu holen. Der Untertitel dieses Buches heißt, wie Zen, übersetze ich mal frei, während der Tang-Zeit, der Tang-Ära, fabriziert, konstruiert wurde, und der eigentliche Titel Fathering Your Father. Also es geht um Vaterfiguren und wie die konstruiert wurden. Jemand erwählt sich a big other, also ein großes, einen großen anderen. In das er das selbst projiziert, das er gerne sein will und als das er gerne gekannt werden will. Das wird dann der Patriarch sein, der Meister. Ausdrücke wie plötzliche Erleuchtung oder plötzliches Eintreten, wurden aus Gründen der Identität und der Inklusion in eine Linie erfunden und nicht, weil sie neue Arten von Wissen oder Erfahrung vermittelt hätten. Das ist natürlich eine gewagte These, aber dazu wohl später noch was. Hier auch eine interessante Beobachtung. Die Meister geben ihren
unterstützt er nie das Recht, ihre Authentizität zu bestätigen, sondern das ist natürlich der Linienhalter, also der Meister des Meisters, der das getan hat. Die Linie reproduziert buddhistische Söhne statt Sutren, statt des Dharmas. Ich versuche anhand dieser Thesen, die ich mir hier markiert habe, zu sagen, worum es geht, aber natürlich ist dazwischen die ganze Herleitung und mit vielen Fußnoten gut gemacht. Sehr überzeugendes Buch von 2009. Und hier ein wesentliches Element in der Chan-Rhetorik ist das Niedermachen der Schriften. Aber das ist das Interessante. Erst durch eigene Schriften, eine eigene Literaturgattung, etabliert man dann seine Meister. Hier habe ich nur was vergessen. Also so kleine Fußnoten noch. Darüber habe ich auch schon oft gesprochen, dass die Linien ja nachweislich nicht immer nachvollziehbar sind, nicht immer vollständig sind oder dass es auch. Damit spiele ich ja selbst, ne, wenn ich mich auf Sasagi berufe, dass es Remote Transmission gab, also über die Entfernung, auch über die zeitliche. Das heißt, es klaffte eine Lücke, aber jemand berief sich auf jemanden, den er gar nicht selbst getroffen hatte und trat in dessen Nachfolge ein oder per Traum. Und ich mache das natürlich ironisch. Aber es gibt ja Menschen, für die das wichtig ist, um sich da selbst wirklich mit Zähnen und Klauen in eine Zen-Linie einordnen zu können. Und hier erwähnte das schon die beiden Nagarjuna und Huiwen sich gar nicht getroffen hätten, die man da offensichtlich auch mal in eine Linie eingeordnet hat. Geht es um Xinjing. Chan bedeutete über die Meditation konkret Sitzmeditation. Allerdings ist in den Texten der Tang-Zeit von der Praxis der Meditation so gut wie nichts zu finden. Hier Bodhidharma. Okay, ich glaube, das habe ich auch in meiner Bodhidharma-Übersetzung mal erwähnt. Dass es da auch nur wenige Belege aus der späteren Zeit gibt, die ihn da überhaupt in so eine Linie einordnen, wie man das heute in den Tempeln oder Dojos auch runterbetet, also ihn da überhaupt in direkter Verbindung zu Buddha sehen. Das ist auch eine nachträgliche Konstruktion. Ja, viele wissen das nicht, ne? Inzwischen sollte das ja eigentlich so Allgemeinwissen sein, auch unter praktizierenden Zen-Buddhisten, aber sie sagen sich dann vielleicht auch, und das spielt natürlich für mich eine größere Rolle als für Alan Cole, den Autor hier, dass unabhängig davon, von diesen Fakten, diese Lehren inspirierend sein können. Und dass man
die Erkenntnisse, die sich in diesen Schriften spiegeln, auch bestätigt finden kann im eigenen Leben, natürlich auch widerlegt, je nachdem. Aber interessant ist vielleicht auch, dass, deshalb bin ich auch skeptisch gegenüber der Koran-Schulung, dass ja auch so ein Herrschaftsinstrument ist. Wer will da sagen, ne, wann man das Koran bewältigt hat? Also das ist auch ein Mittel, um dieses Patriarchat hier zu bestärken. Selbst wenn es ein Matriarchat ist, selbst wenn es eine Zen-Meisterin ist, die Koranschulung anbietet, ne? Sie ist diejenige, die das zu bewerten hat. Ah, hier wird noch auf die Anleihenwand Daoismus eingegangen. Ja, da gibt es diese Geschichte von Bodhidharmas leerem Grab, ne? Also, das erinnert an daoistische Geschichten. Dann haben wir hier den daoistischen Text, das Sutra über das Konvertieren der Barbaren oder der Fremdländer. Und da wird Buddha als missverstandene Form eines Laozi angesehen. Laozi ging von China weg nach Indien und konvertierte die Inder. Ja. Und dann wurde der Buddha draus. Naja, immerhin haben wir da wieder eine Verbindung vom Chan zum Taoismus. Wenn auch hier mal auf eine ganz andere Art. Es gibt keinen Grund zu glauben, dass Shen Xiu, der Gegenspieler von Shen Wei, über den habe ich mich im Blog auch mehrfach ausgelassen, anhand von anderen akademischen Beiträgen, je Hongzhen, den seinen angeblichen Meister getroffen hat. Ja, das geht auch schon ziemlich weit. Dann kommen wir zu Shen Wei. Der ist ja auch für ihn fragwürdig, ne? Also Bodhidharma und diese beiden Gegenspieler. Und er hat da teilweise auch Stelen untersucht, beziehungsweise geht auf die Shaolin-Tradition ein, wie sehr die schon versucht hat, sich anzubinden, als was Besonderes darzustellen, in ihrer Verbindung zu Buddha, bis zu Buddha hin, und auch eben mit Machthabern kollaboriert hat. Shen Wei versuchte, sich in die Linie einzuordnen, indem er darauf hinwies, dass ein anderer, der selbst eine andere Liniengeschichte erfunden hatte, ne, dasselbe getan hatte. Darin sieht der Autor hier eine besondere Ironie. Also er kopiert Puccis Vorgehensweise und rechtfertigt seine mit dem Betrug sozusagen mit der Geschichtsfälschung eines anderen. So, eine der Innovationen in dem Material von Shen Wei, also so formuliert er das, wenn man da auch wieder vorsichtig sein muss, von wem ist es tatsächlich geschrieben, ist das interessante Image oder Bild seines Phantomvaters, hier wieder der Ausdruck Vater, Huineng. Auch jemand, ne, dem
dem man erst später die Rolle gab, als der große sechste Patriarch und Autor des Plattform-Sutras, die er wohl hatte. Wer auch immer er da genau war. Ne? Bis zu Shenhueis Schriften tauchte Huineng nur einmal in den literarischen Aufzeichnungen auf. Der Staat hatte die Macht, Buddhisten zu legitimieren in der Form von Ordinationszertifikaten. Und Shenhui wurde sozusagen als Franchise-Nehmer zu einem Verkäufer solcher. Also das ist die Tonlage von Cole, da ist sehr erfrischend. Ja, hier geht es darum, dass Shenhui, der zwar sich auch an Vimalakirti Sutra orientiert, dessen Position ablehnt. Ich bin ja ein Freund vom Vimalakirti Sutra, das könnt ihr daraus schließen, ne? Das für Laien gemacht ist und Laien alle Möglichkeiten zuspricht. Die Stelle lehnt er ab, wo Vimalakirti sagt, dass man auch über die Begierde und die Wut zum Erwachen kommen kann. Das muss er natürlich tun und da haben wir auch schon sozusagen den Vorläufer von Dogen. Hier geht es noch um andere, die Linien aufgezeigt haben, die sich also widersprechen natürlich letztlich. Du Fei, nachdem hatte Bodhidharma keinen Meister und brauchte auch keinen, war also selbst erleuchtet. Das heißt, in dem Fall ist Dufei ein Beispiel sozusagen für eine Nichtlinie. Okay, hier geht es nochmal um die Bedeutung des Diamant-Sutras. Aber Shenhui meint dann natürlich auch, dass er derjenige ist, über den man das versteht. Das ist auch so ein typisches Kennzeichen dieser Vaterschaft, ne? Dieses Machtanspruchs und Deutungsanspruchs. Der Meister soll bei Shenhui der Begierde entledigt werden, im Gegensatz zu Malakirti, um ihn attraktiv zu machen. Und das geschieht zum Teil auch mit taoistischen Ausdrücken von Einfachheit und Natürlichkeit. So, dann habe ich hier noch eine längere Stelle, dann nehme ich das Buch mal hoch, denn ich zeige euch das gerade mal. Ich kann zwar schon wieder so sitzen, im Schneidersitz, ne? So. Aber mein Bein schläft schneller ein. Weiß ich nicht, ob der gerissene Meniskus da auch Durchblutungsprobleme verursacht oder irgendwas anderes, aber ich habe eigentlich keine besondere Beschwerden mehr, nur merke ich, dass da halt was nicht stimmt. Und übertreiben will ich es auch nicht. Also, hier geht es nämlich um das richtige, erfolgreiche Sitzen. Ich versuche das mal jetzt zu übersetzen oder zusammenzufassen. Chongyun erkundigt sich nach der Meditation und spricht von Huqi und Zhang Mo, also anderen Meistern,
die in Verbindung standen miteinander. Und die hätten den Leuten die Sitzmeditation Zuo-Chan beigebracht, in der man, Zitat, den Geist einfriert, um in die Meditation zu kommen, den Geist stabilisiert, um Reinheit zu beobachten, den Geist erweckt, damit er nach außen scheint und den Geist konzentriert, sodass er im Innern bestätigt. Die Wahrheit steht hier noch in Klammern, bestätigt. Das halten sie für die korrekte Lehre. Warum sagt also der Chan-Meister Shenhui etwas anderes? Und Shenhui wiederholt diese Aussagen und fragt dann rhetorisch, wie das denn Sitzmeditation sein könne. Es würde doch der Erleuchtung entgegenstehen, die heißt ja hier auf Chinesisch Chang Puti. Und redefiniert diese Ausdrücke Sitzen und Meditation, indem er jetzt wieder sich an Vimalakirti orientiert. Wenn wir Sitzen sagen, bedeutet das, dass kein Denken entsteht. Wenn wir Chan sagen, bedeutet das, die eigene Natur sehen. Darum lehren wir die Menschen nicht, ihren Körper niederzusetzen und ihren Geist in Konzentration zu bringen. Wäre das die richtige Lehre, dann hätte sich Vimalakirti nicht über Shariputra wegen seines stillen Sitzens lustig machen können. Und hier macht Cole eine interessante Schlussfolgerung. Er sagt nämlich, so wie Shenhui das Sitzen als nicht auf entstehendes Denken und das Erkennen der eigenen Natur definiert, verwechselt er die Wirkung der Praxis mit der Praxis selbst. Darüber könnt ihr selbst mal nachdenken, denn wie wir wissen, hat sich auch Dogen an Shenhui orientiert. Inwiefern ist das falsch, was die anderen sagten, Puchi und Changmo? Dass man erstmal den Geist einfriert, praktisch das Denken anhält, um in die Meditation einzutreten. Dass die Meditation auch aus Konzentration bestehen kann. Inwiefern entstehen keine Gedanken? Wir haben ja schon oft gehört, dass es eher so ist, dass Meditierende ihre Gedanken beobachten oder ziehen lassen. Aber dass die Phase, wo man überhaupt keine Gedanken hat, selten ist. Man kann natürlich dieses Nichtentstehen von Gedanken als nicht befördern oder nicht werten oder nicht den Gedanken folgen deuten. Ne? Dann wäre das wieder realistischer. Aber die eigene Natur zu sehen, wenn ihr euch jetzt hinsetzt, ne, dann schaut doch mal, ob ihr da gleich das Gefühl habt, eure eigene Natur zu sehen, was auch immer das ist. So, die lange Passage also werde ich dann eventuell noch übersetzen. Bis dann.